Hallo liebe YouTube-Welt, grüßt euch meine Twitch-Freunde mal. Kein Kartenbesprechungsvideo, was? Nein, ein kleines Infopaket, denn es gibt ein neues Event, über das wir reden. Es gibt einen Balance-Teaser, der mich sehr, sehr sauer gemacht hat, über den wir auf jeden Fall mal reden müssen. Und wir gucken mal einmal ein paar Signature-Karten an, wirklich nur ganz kurz, um die Stimmung nochmal aufzuhellen. Aber ich sag euch eins, diese Balance-Patches, meine Güte. Boah, bin ich sauer. Und das gibt's in wenigen Sekunden. Bis gleich. Hallöchen, ja, schön, dass ihr da seid, auch mal zu einer Nicht-Kartenbesprechung. Wir haben ganz viele Karten besprochen, morgens, abends Videos hochgeladen. Es sind gerade tatsächlich ein paar zu viele, ich glaube, ihr könnt die kaum alle gucken. Aber am Wochenende wird es ein bisschen weniger, also könnt ihr dann in Ruhe nachholen, wenn ihr denn möchtet. Und nächste Woche, wenn ich dann auf dem Rockharz bin, für die Zeit werde ich euch auch mit YouTube-Videos zumindest versuchen, so gut ich es kann, voll zu ballern. Also ja, hier gibt es auf jeden Fall reichlich Content, Content, Content. Ja, außerdem, die Pappe da unten ist zerschmettert, also ich habe meine ganze Wut in diese Pappe da, sie kann sich nicht mehr bewegen. Aber ihr werdet gleich sehen, warum. Genau. Kommen wir aber zu was Gutem, nämlich ein Event, das ich euch zeigen möchte. Es gibt ein neues Event, 6 Packs for free. Hier seht ihr es, eins habe ich schon bekommen, dann zwei, dann drei. Natürlich müsst ihr dafür nur ganz normal Hearthstone spielen. Aber man bekommt es vielleicht, wenn ihr nicht so richtig in der Szene seid, dass ihr jeden Tag euch einloggt, dann bekommt ihr es ja vielleicht gar nicht so richtig mit. Also es läuft jetzt auch 3 Wochen, also ne, von dem her habt ihr auch alle Zeit der Welt. Einfach ein bisschen spielen. Hier seht ihr 2 Spiele machen, spielt 3 Karten mit Finale aus. Das ist alles jetzt kein Riesending oder so. Und natürlich schafft ihr es auch ohne die Quest zu erfüllen. Aber die Questreihe seht ihr ja hier. Also allein wenn ihr die schafft, entdeckt 5 Karten, vernichtet 15 Diener. Ganz simples Hearthstone machen. Also neben jeden Tag die Dailies erfüllen, einmal die Woche die Weeklies erfüllen, habt ihr jetzt noch die Aufgabe, erfüllt dieses Event in den 3 Wochen, holt euch eure 6 Packs ab und ich meine den Skin, ich finde ihn jetzt nicht sonderlich interessant, aber Skin ist Skin und ihr bekommt ihn umsonst. Von dem her, ja, ein nettes Event. Ich habe es in dem Video schon gesagt mit der Patch Notes. Ich finde es ein bisschen schade, dass sie Erweiterungspacks genommen haben. Also, weil wir sind jetzt am Ende der Erweiterung. Wir freuen uns jetzt auf die neue Erweiterung. Warum also Wurbelfits Packs? Also, ja, natürlich haben da Leute was von. Natürlich ist es das. Also, es ist geschenkt. Alles gut. Aber warum nicht Standard Packs? Also, warum, wenn das Standard Packs wären, könnten Leute, die viel spielen, Leute, die eventuell schon alles haben, wie zum Beispiel ich, könnten die Standard Packs jetzt sammeln und für die nächste Erweiterung sparen. Und Leute, die nicht alles haben, die würden sich über Standard-Packs genauso freuen wie über Packs der neuen Erweiterung. Von dem her, das ist ja eine kleine Makel, wo ich sagen würde, Standard-Packs wären gegen Ende eines Erweiterungszykluses einfach wesentlich sinnvoller. Aber, wie gesagt, Kleinigkeit, schönes Event, wir bekommen Packs geschenkt. Einem Geschenkengaul schaut man nicht ins Maul, ne? Wisst ihr ja. So, dann kommen wir zu kurz zu Hearthstone Top-Decks. Und wie gesagt, da zeige ich euch, also wir haben diesen Balance-Teaser bekommen, der uns zeigt, welche Karten. Wir wissen noch nicht genau, wie genervt wir wissen. Wir wissen nur, was genervt wird. Und es wird genervt Rhino, es wird genervt Ziliex und es wird genervt das Virus-Ding, also dieses mit dem giftig, Wiederkehr und so. Und halt, dass es nicht von Spells getroffen werden kann. Und dass der Projektionist wird genervt. Also diese 3 Karten werden genervt. Ich zäume das Pferd mal von hinten auf. Also wir fangen an mit dem Project-Typ. Ich meine, der nervt persönlich, also persönlich trifft er mich jetzt nicht, weil die Karte ist mir egal, der ist nur in Decks drin, die ich nicht spiele, der ist im Draw-Schurken drin, der ist im Pain Warlock drin, in jedem Deck, was versucht, diese Giants halt zu cheaten, weil die Giants kosten dann ja 0 Mana, das heißt, ich kann mit dem einen Giant kopieren und jedes Mal, wenn ich einen Giant mit dem kopiere, der 0 Mana kostet, kostet der Giant halt auch wieder 0 Mana, das heißt, ja, ich kann damit halt einfach extra Giants produzieren. Mich persönlich hätte, also der Nerf ist für mich völlig in Ordnung. Persönlich gesehen muss ich aber sagen, ist es jetzt nicht so, dass ich jetzt ständig auf Pain Warlocks oder Draw-Schurken treffe. Wenn es der Fall ist, okay, dann sind das auch keine spaßigen Decks. Und dann habe ich, also insofern geht der Nerf für mich in Ordnung. Und es sind starke Decks, gerade jetzt. Wir gehen gleich nochmal zu den Top-Decks hier auf Hearthstone Top-Decks. Da sieht man auch gerade in den letzten Tagen, kommen die Decks wieder häufiger. Von dem her ist das, würde ich sagen, ein Nerf, der in Ordnung geht. Hätte ich ihn jetzt unbedingt noch gebraucht vor der Erweiterung? Nein. Man hätte auch die Erweiterung abwarten können, aber für mich persönlich okay. Und wie gesagt, das ist halt auch was, ich spiele die Decks nicht, das ist halt auch immer, das fließt halt immer natürlich mit ein, ob man das persönlich halt schlimm findet oder nicht. Ich hätte ihn nicht gebraucht, aber es ist auch okay für mich. Ziliex verstehe ich, also ich verstehe den Ziliex-Nerf, denn ich meine dieses Virus-Modul, also es war halt immer der gleiche Ziliex, jeder spielt diesen 8-Mana-Ziliex, der alle Keywords hat. Daraufhin spielt dann jeder Jock, also es ist halt so eine Kettenreaktion, jeder spielt diesen Ziliex, deswegen spielt auf jeder, auch auf jeden Fall Yogg-Saron. Von dem her, dass diese Karte genervt wird, ist grundsätzlich völlig tutti. Problem, was ich halt damit sehe, ist, dass eigentlich alle Decks, die diese Karte spielen, spielen halt auch fast Rhino. Oder das ist halt oft, also Decks, die eigentlich auch genervt werden könnten,
Die spielen den nicht und die spielen Rhino auch nicht. Das heißt, einige Decks werden doppelt getroffen und andere Decks, die es eigentlich auch verdient hätten, dann genervt zu werden, wenn man jetzt meint, man müsste noch nerven, die werden halt gar nicht getroffen. Und das ist das Problem, was ich mit diesem Patch habe. Silias geht für mich völlig klar und es ist völlig tutti, dass sie dieses Virusmodul nerven. Aber es wird halt, die viele Decks werden halt dann doppelt getroffen, die genau diese beiden Karten halt spielen. Und andere Decks wie Fatigue Warlock, Naturschamane, Buddelschurke. Ich weiß gerade nicht, ob Buddelschurken tatsächlich Silias spielen, das weiß ich gerade nicht. Aber ich glaube eigentlich nicht, ne? Die werden gar nicht getroffen und das kann ich dann halt nicht nachvollziehen, weil da gibt es für mich dann persönlich keinen Grund für. Und Rhino, wie gesagt, Rhino wird schon wieder genervt. Ich kann es nicht nachvollziehen. Ich, wie gesagt, ich hab jetzt nicht Hearthstone Top Replay, ich habe kein Premium. Ich habe jetzt nicht geguckt, aber Rhino Worry hat 52,1% Winrate und Fatigue Warlock nur 51,9%. Deswegen ist Rhino Worry besser und deswegen ist es schon richtig so. Also keine Ahnung, die Zahlen kenne ich nicht. Ich kenne nur meine persönliche Meta. Ich tummel so zwischen Legend 1000 und 3000, 4000 die letzten 2-3 Wochen rum. Spiele relativ viel, sehe natürlich die Decks hier auf Topdeck, sehe die Decks auf hearthstonedecks.net und nach dem, was ich da sehe, nach dem, was ich auf der Ladder treffe, kann ich gerade nicht behaupten, man müsste jetzt Rhino nerfen. Von dem her ist der Rhino-Nerf für mich so ein Nerf, ja, aber das nervt mich, mein Board wird geklärt, oh, ist der frustrierend, oh, ist der frustrierend. Ja, danach kann man auch mal nerfen, aber ich finde, Rhino ist schon ein großes Problem. Denn Rhino ist nun mal ein Archetyp, den einige Leute total lieben, ich persönlich auch. Rhino ist ein Archetyp, der eigentlich gerade überhaupt Kontrolle möglich macht. Was soll man sonst spielen, wenn nicht Rhino? Rhino, ja, Rhino ist eine super mächtige Karte und von der Karte her könnte man Rhino nerfen. Rhino ist super stark und man müsste sich jetzt nicht unbedingt beschweren, Rhino zu nerfen. Aber Rhino ist nun mal die Payoff-Karte von Highlander-Decks. Und jetzt sagen wir mal ehrlich, was ist denn gerade unterwegs? Also theoretisch sollte Demon Hunter Highlander spielen. Passiert nicht. Theoretisch sollte Schamane Highlander spielen. Passiert nicht. Paladin, maximal T2, T3 Niveau, spielt eigentlich keine Sau. Also Schamane, Demon Hunter total tot, Paladin ziemlich tot. Und die einzigen Decks, die dann einigermaßen funktionieren, das sind Krieger und Priester. Irgendwo zwischen T1 und T2, keine Ahnung, wo die sich so befinden, aber nicht jetzt absolut metadominierend. Und wie gesagt, wir können ja gerne mal auf die letzten Decks gucken. Draw-Schurke, Hybrid-Druide, Pain-Warlock, Shopper-Aggro-Demon-Hunter, Naturschamane, Excavate-Schurke, Hybrid-Druide, Overheal-Priest, Fatigue-Warlock, Sif-Rainbow-Mage, Pain-Warlock, Excavate-Rogue, Hybrid-Druide, Excavate-Mage, Rainbow-Excavate-Death-Knight, Sonya-Cutlass-Rogue, Wheel-Warlock, Rhino-Druide. Ja, hier ist sogar ein Rhino. Okay, ich habe tatsächlich Druide total vergessen. Also Rhino Druide ist tatsächlich dabei. Rhino Druide würde ich irgendwo zwischen Paladin und Priester und Krieger tendieren. Also Rhino Druide ist nicht wirklich viel gespielt, auch wirklich kein. Aber hin und wieder machen damit Leute erfolgreiche Decks. Even Totem Schamane, Even Hunter, Excavate Rogue, Sarino Priest, Aggro Paladin, Even Warlock. Also hier ist nicht mal ein Priester und ich. Also die beiden besten Rhino Decks würde ich behaupten, Priester und Krieger, sind hier nicht mal auf der ersten Seite, sondern nur ein einziger Rhino Druide. Und irgendwo hier auf der zweiten Seite kommen dann die ersten Rhino Worries. Neben tausenden Fatigue-Warlocks, Pain-Warlocks, Regenbogen-Todesrittern, Buddelschurken und natürlich jetzt Druide. Druide ist halt ganz neu, muss man fairerweise sagen. Der Druide ist jetzt gerade in den letzten 2-3 Tagen aufgetaucht, durch Marin speziell. Dass sie den jetzt nicht so auf dem Schirm hatten, kann man insofern sogar nachvollziehen, weil es halt, da muss man wirklich Blizzard einmal in Schutz nehmen. Das ist so ein Deck der letzten 2-3 Tage. Das hätte man jetzt vor einer Woche noch nicht auf dem Schirm gehabt. Trotzdem, worauf ich hinaus will, ist, wo bitte auf dieser Liste oder auch wenn man woanders guckt, oder wenn man auf die Ladder geht, ist Rhino gerade so dominierend oder irgendwie so oppressiv. Keine Ahnung, mir fallen die deutschen... Ich bin so, you know, I'm an England-Dude, deswegen fallen mir die deutschen Worte nicht ein. Wo ist es der Fall? Wo? Und übrigens, Entschuldigung, wenn ich gerade ein bisschen... Aber das merke, wenn ich halt emotional aufgeladen bin, dann gehen auch mal Dinge durcheinander. Aber ich denke, ihr könnt es verstehen. Ich mag die Rhino-Decks, das ist das Einzige, was gerade überhaupt Sinn macht. Und ich verstehe nicht, warum. Und jetzt kommt halt das Problem. Pain Warlock spielt natürlich... Also klar, die haben diesen Celestial-Dude im Deck, der trifft diese... Aber wie viele Decks spielen denn... Ne? Also hier, da ist Siliex nicht drin. Excavate Rogue spielt Siliex. Spielt der Siliex? Der spielt auch einen anderen Siliex. Also ne? Viele Decks, die gerade sehr gut sind, spielen diesen einen Siliex gar nicht. Das heißt, du hast dieses Rhino-Deck, was diesen einen Siliex spielt und der wird genervt. Und dann wird Rhino genervt. Und sagen wir mal jetzt, beide gehen ein Mana nach oben. Ja, also nehmen wir mal den simpelsten Nerf, beide gehen ein Mana nach oben. Jetzt war es so, oh, ich komme gerade so zu Siliex und dann komme ich vielleicht gerade so zu Rhino. Also Turn 8 Siliex, Turn 9 Rhino. Und jetzt... muss ich Turn 9 Siliex spielen und Turn 10 kann ich dann eventuell Rhino spielen. Also beide werden einen Turn nach hinten geschoben und beides ist einen Turn langsamer. Ja, das ist ja der absolute Tod. Wie soll ich dann denn noch gegen Schurken, Pain Warlocks oder Druiden überleben, wenn die wichtigsten Karten alle jetzt einen Mana nach hinten gehen und andere Decks wie Druide, Fatigue Warlock oder Hybrid oder Excavate Schurke werden gar nicht getroffen, die auch mit die besten Decks sind. Und das heißt, also wie kann man jetzt schon wieder Rhino nerfen, aber ein Deck wie Fatigue Warlock, was seit Wochen super stark rumläuft,
und wird nicht genervt. Und es ist ja nicht mal, es geht ja nicht mal fast um Nerfs. Man könnte Buffs zurücknehmen. Also Crescendo war mal 3 Mana. Der Crazed Conductor war mal 5 Mana. Warum nimmt man da nicht mal einen Buff zurück? Also, ne, setzt wieder eine der beiden Karten mit 1 Mana nach oben. Also das. Muss man Fatigue Warlock gerade nerven? Nein. Aber muss man gerade Rhino nerven? Auch nein. Deswegen verstehe ich nicht, wie kann es sein, dass man jetzt Rhino nerft, aber andere Decks lässt man einfach. Dann lasst es doch gleich. Wir sind kurz vor neuen Erweiterungen, dann lasst alles. Wie kann das jetzt die Meta verbessern? Also in einem Meta, wo wir sowieso wenig Rhino-Decks gerade haben, nerfst du jetzt Rhino, damit wir alle nur noch Hybrid-Druide und Fatigue-Warlock und Excavate-Schurke. Also wir sollen alle nur noch diese 2, 3 anderen Decks spielen, die stark sind. Und diese kontrolligeren Decks, die noch unterwegs sind, die werden jetzt nochmal alle getroffen. Das heißt, die verschwinden dann auch komplett. Das verstehe ich nicht. Das kann doch die Meta nicht wirklich besser machen. Es kann doch nur sagen, okay, dann spiel halt jetzt die Decks, die sowieso schon stark sind, die anderen, die nicht getroffen werden für die nächsten 3 Wochen. Also, wenn du unbedingt Rhino nerven möchtest, warum wartet man dann nicht, bis die Erweiterung kommt, guckt, ob dann Rhino-Decks noch ein Riesending sind oder mal werden, weil sie sind es ja gar nicht. Und dann kann man Rhino immer noch nerven. Aber warum muss man jetzt vor der neuen Erweiterung, wo sich dann alles ändern wird, natürlich dauert das noch 4 Wochen, mir ist das klar, dass es schon noch ein bisschen hin ist, aber wir sind trotzdem im Card-Reveal, wir sind trotzdem schon im Blick auf die neue Erweiterung. Und warum muss man dann jetzt noch loslegen und wartet nicht wenigstens darauf, weil so oppressive ist Rhino nicht, der macht nicht so, ich verstehe es nicht. Und dann frage ich mich die nächste Sache, wenn man Rhino jetzt nerft und Rhino ist nun mal das absolute beste Payoff für Highlander-Decks, warum macht man da nicht wenigstens Dinge, wie zum Beispiel Dr. Holiday zurückbuffen? Also warum bufft man den Stab nicht wieder auf 2 Angriff? Wenn man doch Rhino jetzt schon das zweite Mal nerft. Warum bufft man nicht überhaupt mal Kurtrus auf entweder 4 Mana 4-5 oder vielleicht 7 Schüsse? Warum, und das ist der absolute leichteste Buff der Welt, wenn man jetzt schon die neutrale Payoff-Karte nerft, die super krass ist, warum bufft man dann nicht Marut? Also wenn man jetzt schon wieder hingeht und Rhino nerft, warum bufft man dann nicht mal die Karte auf 6 Mana? 6 Mana 5-5 oder so, keine Ahnung. Also wenn man jetzt Highlander-Decks, weil es kann doch nicht sein, dass man Highlander-Decks soll man doch spielen. Highlander-Decks kommen in die Meta, die Leute lieben Highlander-Decks und die Leute wollen die Highlander-Decks spielen. Wenn ihr also meint, Rhino wäre zu nervig und Rhino ist halt die Karte, die nervt Leute, die ist doof, dann bufft doch die anderen, dann bufft Kurtrus, dann bufft Marut, dann bufft die anderen Karten, dass es trotzdem lohnt, die zu spielen. Also natürlich muss man jetzt nicht unbedingt alle Karten buffen, also ich sage nicht, dass man die Paladin-Karte buffen muss, aber gerade die unspielbar sind, da könnte man nochmal hingehen. Und wie gesagt, Marut ist eine Highlander-Payoff-Karte, die in keinen einzigen Highlander-Deck... Also was muss passieren, dass diese Karte gebufft wird? Ich verstehe es nicht. Da muss man noch sehen, dass diese Karte scheinbar zu schwach ist und einen Mana weniger braucht oder so. Wenn man denn jetzt schon wieder Rhino nerft. Also das ist tatsächlich das Zweite, was ich nicht verstehe. Also ich verstehe die Nerfs schon nicht. Ich verstehe überhaupt nicht, warum man Rhino nimmt. Und wenn man meint, Rhino nehmen zu müssen, weil die Karte halt nervt. Es geht nicht um die Winrate von Rhino-Decks, aber die Karte nervt die Leute. Okay, dann bufft aber doch den anderen Mist, damit sich Highlander weiterhin lohnt. Gerade halt die schlechten Karten, die gar nicht benutzt werden oder die halt unspielbar sind. Ja, das war's. Ich denke, ich kann es insofern nicht nachvollziehen, weil ich nicht verstehe, warum man andere Decks nicht mitnerft, warum man überhaupt Rhino nerft, warum man nicht wartet bis zur Erweiterung und warum man da nicht andere Karten bufft. Also ich kann es auf 3, 4, 5 Ebenen nicht verstehen, warum man jetzt Rhino nimmt. Ich kann verstehen, dass Rhino grundsätzlich eine starke Karte ist. Also er selber für sich stehend, komplett aus dem Kontext gerissen, ist eine starke Karte, könnte man nerven. Wenn man aber Highlander-Decks nimmt, die man ja nun mal spielen muss, um ihn zu benutzen, dann kann ich es nicht nachvollziehen. Und warum man dann nicht sagt, naja, okay, aber wenn wir jetzt schon wieder die beste Highlander-Karte nerfen und Highlander bald komplett verschwindet, dann machen wir halt andere Karten besser. I don't get it. Ich gehe nicht davon aus, dass die Meta dadurch besser wird. Ich kann es mir wirklich nicht vorstellen, was sich dadurch ändern wird zum Positiven. Aber gut, ich lasse mich gerne eines Besseren überzeugen und überraschen. Schauen wir mal, ne? Aber kommen wir noch zu einer positiven Sache. Ich habe ja gesagt, ich will dieses Video durchaus positiv abschließen. Das sind die Signature-Cards der neuen Erweiterung. Davon habt ihr ja, die habe ich ja revealed, ne? Den haben wir ja, habe ich euch ja direkt gesagt, mega geile Karte, sieht absolut großartig aus. Dann haben wir jetzt aber noch drei weitere Signature-Cards, nämlich von dem süßen kleinen Tidepool Pupil. Das ist eine großartige Karte sowieso, also die wird total oft gespielt werden. Ein süßes kleines Artwork, also auch mega großartig. Finde ich aber tatsächlich also für mich persönlich die schlechteste der markanten, also großartige Karte, aber für mich tatsächlich trotzdem die schlechteste. Dann haben wir hier Gorgon Zormu, das Legendary, was wahrscheinlich richtig stark ist, gehe ich von aus. Hier, also sieht das mega aus. Ich meine, man sieht nicht mal, dass es ein Käsedrache ist. Also die Karte sieht so episch aus. Das könnte auch, wenn man jetzt nicht genau hinguckt, dass er da Käse hochhält, dann könnte das auch ein mega epischer Drache sein, der gerade irgendwie, keine Ahnung, seine Genki-Dama formt. Und mein persönliches Highlight, also mein absolutes markantes Highlight,
Adeptive Amalgam, ich weiß nicht, ob die Karte wirklich gut ist. Ich habe sie so lala bewertet, weil ich das mit dem Reinschaffeln nicht so gut finde. Aber die Signature-Karte, also absolut mega. Ich liebe das Ding. Ich meine, hier unten ist ein Fehler, ne? Also hier unten, ich glaube, dieser blaue Rand, der ist halt noch falsch oder so. Das sollte natürlich nicht so sein. Aber ansonsten, das Ding sieht so, es erinnert mich vom Gesicht her, erinnert es mich ein bisschen an Lilly, also meinen Hund. Ich habe ja so einen Mops-Bulldog-Dings und das vom Gesicht her. Also absolut großartige Karte. Ich meine, muss man, es gibt bestimmt Leute, die das nicht mögen, aber ich finde die einfach nur mega. Also ja, die markanten Karten sind bisher der absolute erste Sahne und ich überlege tatsächlich, wenn es so weitergeht, dann muss ich da ein bisschen reincashen, damit ich die eine oder andere habe. Ja, das ist natürlich traurig, aber wenn die wirklich alle so geil aussehen, mal gucken. Okay, also, nettes Event, geiler, markante Karten, einen Balance-Patch, den ich nicht verstehe. Damit entlasse ich euch. Heute Abend gibt es die großartige Magier-Card-Reveal. Schaut auf jeden Fall rein. Spannende Karten, geile Artworks. Wird großartig. Insofern, kurzer Rage. Einmal muss es raus. Jetzt sind wir wieder gut drauf. Ich gehe jetzt noch ein bisschen die Pappe da oben unten auf dem Boden verprügeln. Und dann sehen wir uns zum nächsten Video. Haut rein, bis dann.